MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf diesem 5er-Ketten-OP-Team. Ja, ihr seht rechts, es steht zwar noch Testformation da, aber ich habe ja gesagt, wir bauen dafür nochmal ein extra Team. Das heißt, dieses Spiel wird jetzt einfach mal zum normalen Let's Play zählen. Und ja, ich meine, so können wir uns natürlich auch schon mal ein Bild machen über die 5er-Kette. Aber bin halt echt mal gespannt, ob das Team wirklich OP ist. Es sieht zwar OP aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich eine 5er-Kette spielen kann. Und auch will. Also ich meine, wo ich das in FIFA 13 gemacht habe, habe ich mich halt richtig zusammengerissen und habe sie sozusagen so gespielt, wie man sie spielen sollte. Das heißt, hinten richtig dicht gemacht und dann über Konter. Ja, aber ehrlich gesagt, es hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht und deswegen bin ich gespannt, wie sich das jetzt hier spielen lässt. Entweder lässt es sich gut spielen oder auch nicht, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall keine Formation sein, die man häufig bei uns antreffen wird. Okay, kein Gegner gefunden, herzlichen Glückwunsch. Ich finde, im Allgemeinen trifft man auch relativ selten auf 5er-Ketten jetzt in FIFA 14. Ich finde, das war in FIFA 13 um einiges häufiger. Also da hat man öfter mal eine 5er-Kette getroffen. Aber jetzt bislang noch nicht so. Bin ich auch ehrlich gesagt froh drüber, weil ich habe schon gegen einen gespielt, der die auch gut spielen konnte. Und das war einfach nur total ekelhaft. So, gegen Stoke Readers, Trikots passen. Im Wembley Stadium. Und er hat ein 81er Rating. Und er hat Dumbia Honda, also russische Liga hat er. Dumbia, Honda, McGeady, Gonzalez, Witzel, ach, keine Ahnung, kommt gerade nicht drauf, Buchetti, Serda Tasti, ich krieg's nicht hin, den Namen auszusprechen, ey. Wenn ich so Bundesliga gucke oder so, kriege ich das hin, aber jetzt kriege ich's nicht hin. Fernandes und Crescito, ich weiß, dass er nicht mehr in der Bundesliga spielt, aber hat er ja mal. Und Akinfeev im Tor, also komplett russische Liga. Naja, schauen wir mal, wie das so läuft. Er hatte auch eine relativ defensive Aufstellung, also mit einem Stürmer nenne ich jetzt einfach mal defensiv. Und ja, mal gucken, wie das jetzt so wird hier mit 5er-Kette. Oh, hier wollen wir alle auf Benteke. Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, der Benteke hat gefoult. Also ich muss sagen, die Trikots, die sehen schon in-game richtig sexy aus, muss ich einfach mal so sagen. Also die sind echt geil hier, dieses Blau. Und dazu noch als Gegensatz unsere pinken Trikots. Also finde ich eine ziemlich nice Kombination. Okay, das will er anscheinend hier kurz spielen oder doch nicht. Es gibt einige, die holen Spieler ran und machen dann doch lang. Aber er macht es kurz, aber es bringt ihm nichts. So, oh ja, kommt ein bisschen spät der Pass. Ziehen wir mal nach links. Dann läuft irgendwer hinter mir her. Ach, Costa ist das. Das war nämlich der Argentinier. So, schön durchgesteckt auf Samen. Samen ziehen wir in die Mitte und jetzt muss ich die Flanke ganz schnell bringen, weil sonst wäre ich wieder mal ins Ausgelaufen. Ich habe erst überlegt reinzuziehen, aber dann kam die Torauslinie immer näher. So, sehr schön von Yaya Touré. Ja, läuft bisher. So, jetzt mal hier Dani Alves. Muss ich erstmal überlegen, weil Dani Alves haben wir ja bisher noch nicht gespielt. So, den hat Luis. Ja klar, den Luis. Wow, Dani Alves ein bisschen sehr, ja, easy von ihm. Ja, da steht alles. Das ist halt natürlich ganz schön. Es steht irgendwie trotzdem alles, obwohl du einen rausziehen musstest, beziehungsweise rausgezogen hast. Sagen wir es mal lieber so. Das ist wirklich ganz hübsch. Aber naja, ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Also mit den Passstationen ist das hier natürlich ein wenig anders, als in so einer Vierer-Formation. So. Aber jetzt der Start, obwohl eigentlich noch nichts passiert ist, muss ich schon sagen, ich glaube, es gefällt mir definitiv besser als zum Beispiel diese 4-5-1-2. Die fand ich einfach richtig ekelhaft. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es bieten sich kaum Lücken. Sieht mir stark nach defensiv aus, was er hier spielt. Weil ihr müsst euch das mal angucken. Selbst wenn er irgendwie da vorne rumläuft. Oh, jetzt sind wir hier durch mit Dani Alves. Der kann natürlich flanken. Aber da sind dann zwei vor uns und irgendwie hat es gerade mal geleckt. So, der Samen schießt bei uns die Ecken. Da steht Benteke. Das müssten wir eigentlich haben. Sage ich noch so, ist aber nicht so. So, Dani Alves, lass mal Ball durch. Ja, gut. Kriegen wir die Flanke rein? Nö, kriegen wir nicht rein. Schade. Aber fast hätten wir ihn gehabt.
Heute habe ich echt ein paar Sprachfails. Liegt vielleicht ein bisschen an der Zeit. So, schön durchgesteckt. Samen. Ah, da wollte ich nochmal zurückziehen. Boketti hier aber. So, bis jetzt kam ja noch nichts so auf unser Tor. Also, das, was die Fünferkette machen sollte, ja, liefert sie bisher. Es sind noch ein paar Fails von mir nach vorne drin. Also, da hätte ich auch schon ein paar schönere Angriffe liefern können. Aber bisher, ich muss mich erstmal ein bisschen drauf einspielen. Wie gesagt, ich habe Fünferkette in dem Teil noch gar nicht gespielt. Also, man muss schon sagen, auch die Leute positionieren sich Eto'o ziemlich geil, also auch in der Innenverteidigung. Zum Beispiel so ein David Lewis mit High-Medium-Work-Rates ist trotzdem immer hinten. Also er war bis jetzt zum Ausputzen da hinten immer da. So, Gonzalez. Mal gucken, das könnte natürlich auch ganz gut gegen diese Lobpässe helfen. Schätze ich jetzt einfach mal, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es halt noch nicht gespielt. So, ja, es könnte natürlich ein Mittel sein, hier über die Außen zu gehen. Allerdings nicht, wenn Clichy da ist. So, ich muss auch sagen, der Gegner macht das hier bisher ganz gut. Geht druckvoll drauf. Das heißt, man kann jetzt auch nicht so easy das Angriffsspiel aufbauen, weil er meistens auch mit zwei Leuten drauf geht. Hier Eto'o Ball durchgelassen. Ah, hier müssen wir ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Eto'o. Schade, da kann er mit Boketti die Schusstäuschung leider blocken. Also was heißt blocken? Danach blockt er mich dann. Weil er im Weg steht. So, man sieht das auch, Benteke steht jetzt hier vorne. Ja, und ihm fällt auch ehrlich gesagt nichts ein. Er versucht es hier als über die langen Bälle, weil meine Innenverteidigung steht halt einfach. Ja, jetzt noch ein Tor machen, dann würde ich sagen, hat die Fünferkette schon mal einen Pluspunkt. Weil wie gesagt, hinten brennt bisher noch gar nichts an. So, das war jetzt natürlich nicht so pralle und so kommen wir auch nicht vors Tor. Aber ich glaube, wenn ich mich mit der Fünferkette einspiele, könnte ich damit schon wieder ziemlich abgehen. Will ich aber auch ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, mir macht es ehrlich gesagt nicht ganz so viel Spaß. Da spiele ich lieber mehr Offensivfußball und fange da halt mal ein paar Gegentore mehr. Aber es kann halt auch mal Spaß machen, so nebenbei. So, so eine Fünferkette würde ich empfehlen, wenn man zum Beispiel FIFA beginnt, also noch nicht so gespielt hat oder ein neuer Teil rauskommt, dann kann man das natürlich mal machen. Weil, ja, man verteidigt definitiv dann besser. Es gibt zwar einige, die können überhaupt kein FIFA spielen, muss ich leider Gottes so sagen, ist halt so. Und da bringt selbst eine Fünferkette nichts, weil auch wenn du fünf Leute vorne stehen hast, es bringt halt nichts, wenn man die dann durchgehend rauszieht. Dann hast du halt im Endeffekt doch nur zwei drinne stehen. Jetzt kommt die Flanke rein auf Ramirez und ja, dann relativ lucky ins Tor. Joa, das war jetzt kein hübsches Tor. Ich muss auch sagen, gegen ihn komme ich hauptsächlich über die Flanken durch. Bis jetzt noch so gut wie gar nicht über die Mitte. Das liegt aber, glaube ich, eher an seiner Spielweise, weil er halt in der Mitte diese zwei Leute stehen hat. Wenn ihr das jetzt seht, jetzt kann ich sie vielleicht mal schnell überspielen. Aber da kommt schon der Erste wieder zurück. Jetzt mal hier... der war nicht gut gespielt, Herr Eto'o. Weil er rückt mit den zwei zentralen Mittelfeldspielern bei sich gut nach. Benteke, ja, der ist halt sowas von eiskalt, ey, ohne Scheiß. Der Kerl ist sowas von unglaublich overpowered. Das ist einfach nicht mehr normal. Der trifft halt überall. Also ich meine, dieser Schuss, der war jetzt überhaupt nicht leicht. Der musste das Ding erstmal annehmen und dann musste der das Ding noch Finesse reinhauen. Macht er halt ohne Probleme mit seinem 79er Rating, glaube ich. Ich glaube, jetzt spekuliert er ein bisschen drauf, dass ich die Kette rausziehe. Mache ich aber nicht. So, hier wieder durchgesteckt auf dem Samen diesmal. Und Samen leider schlechte Ballkontrolle. Muss ich leider so sagen. Oh, ich wollte den ohne Scheiß nicht sweaten. Das glaubt mir jetzt keine Sau. Ich schwöre, dass ich ihn nicht sweaten wollte. Ich wollte mit Eto'o aufs Tor schießen. Hier in der Situation. Pupp, da wollte ich aufs Tor schießen. Allerdings hat er einen Pass ausgeführt. Also ich denke mal natürlich, dass ich dann vorher auf X gedrückt habe. Weil ich habe ja mit Eto'o den Ball abgenommen. Und da drücke ich halt auf X teilweise, um dann halt so ein bisschen abzuschirmen. Und ja, da hat er dann anscheinend noch den Pass ausgeführt. Und deswegen sah das dann natürlich krass nach Sweat aus. Und sozusagen den Schuss, den ich danach gedrückt habe, hat dann Nasri ausgeführt. Also sorry jetzt, ich würde nie im Leben jetzt bei so einem Spielverlauf sweaten. Weil ich meine, wir haben 2-0 geführt und der Gegner hatte 0 Chancen. Was natürlich auch mit der Fünferkette zusammenhängt, schätze ich mal. Also ich glaube, in FIFA 14 hab ich kaum ein Spiel, wo ich wirklich... ja, so gut wie keine Chancen zulasse. Aber wie man hier sieht, ja, 0-0-0.
Überall. Ziemlich krass, muss ich sagen. So krass hätte ich es nicht erwartet. Aber das Mittelfeld plus die Fünfer, die stehen halt wirklich ziemlich gut bisher. Wie das dann gegen einen, ja, sehr starken Gegner, relativ starken Gegner wird, ist wieder eine andere Sache. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, weil er das Mittelfeld halt ganz gut zumacht. Jetzt ist das natürlich meistens so, wenn die Gegner in Rückstand geraten, dann bilden sich nach und nach die Lücken. Ist halt einfach so. Irgendwann verteidigen sie nicht mehr so konzentriert, wie sie es machen könnten. So, hier ist die Lücke für Benteke. Chop. Benteke. Ja, das war dann einer zu viel. Ist er hier mit drei Mann draufgegangen. So, Dumbia auf Witzel. Und hier, das ist echt krass, Alter. Die stehen wirklich alle sehr, sehr gut. Also man sieht hier auch David Luiz, der geht irgendwie gar nicht nach vorne. Warum ich das Ding jetzt hier ins Ausspiele, weiß ich selber nicht. David Luiz geht echt überhaupt nicht nach vorne, obwohl er eigentlich die Workrates dafür hätte. Ich denke mal, in den Formationen sind auch nochmal so jetzt nicht eigene Workrates eingebaut, sondern eher ja so Laufwege. Hier macht er fast dann das erste Tor, macht er eine schöne Kombination, da hebelt er die Fünferkette aus. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht so ganz aufgepasst bei dieser Aktion jetzt. Ich denke mal, jede Formation hat nochmal so eigene Laufwege für die einzelnen Spieler. Weil es ist halt manchmal so, zum Beispiel, ich will mal sagen, 4-2-3-1. Die hat zum Beispiel zwei ZTMs. Trotzdem komme ich damit nicht klar. Ich komme mit einer 4-3-3-3 komme ich klar, die auch zwei ZTMs hat. Aber mit einer 4-2-3-1 komme ich überhaupt nicht klar. Also was die Defensive jetzt betrifft. Deswegen würde ich sagen, dass in den einzelnen Formationen, dass da wirklich die Laufwege nochmal irgendwie so ein bisschen, ja, bestimmt werden. Das heißt, je nachdem, welche Formation man spielt, dass die dann ein wenig anders sind, egal was du da für Spieler hast, sozusagen. Weil es kann ja nicht sein, dass ich mit fast denselben Spielern eine 4-2-3-1 zum Beispiel nicht spielen kann. Also wenn ich die, ja, fast direkt die gleichen Spieler wie in der 4-3-3-3 nehme, dann müsste es ja wenigstens hintenrum genauso laufen. Aber es ist halt nicht so. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht auch mal was dazu sagen? Weil ich meine, wenn man das gleiche Spielermaterial benutzt und die Formation gleich aufgebaut ist, zum Beispiel jetzt hier halt mit zwei ZDMs, wie zum Beispiel die 4-2-3-1 und die 4-3-3-3, dann müsste man ja hintenrum eigentlich fast genauso stehen, will ich jetzt mal fast sagen. Ja, ist halt aber nicht der Fall gewesen. Und das ist halt das, was mich wundert. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr da vielleicht auch Erfahrungen habt. Klischee durchgeschickt, er ist jetzt richtig hier am Tilten anscheinend und kriegt jetzt hier auch rot. Mit dem Taski. Mit dem Serdar. Naja, da ist er jetzt am Tilten gewesen. Ja, wie gesagt, er kommt gar nicht zurande hier mit unserer Fünferkette. Und es passiert auch ehrlich gesagt gerade genau das, was auch in FIFA 13 bei mir der Fall war. Das heißt, ich habe hinten so gut wie nie was gefangen und vorne echt viele Tore gemacht. Ich meine, wir haben 63. und wir führen schon wieder 3-0. Und ich denke mal, wenn ich sweaten würde, dann würde ich da auch noch mehr machen. Jetzt stehen wir 4-0, steht es 4-0. Thiago Silva ein bisschen vorne geblieben. Das ist jetzt natürlich kein Gradmesser. Das heißt nicht, dass man jeden Gegner jetzt mal 5-0 abfackelt. Ich denke mal, der Gegner ist jetzt auch vom Spielerischen her schon unterlegen. Das heißt, ich glaube, dass ich ihn auch mit einer Viererkette besiegt hätte. Allerdings. Ja, wie gesagt, das sieht mir schon stark danach aus. Also man könnte ja manchmal denken hier irgendwie, wenn man ja einen Verteidiger mehr hat, dann würde es in der Offensive nicht mehr so laufen. Aber das war halt genau nicht der Fall, wo ich das in FIFA 13 gemacht habe. Da habe ich teilweise mehr Tore geschossen als mit einer Dreierkette, weil es halt dann immer um Konter ging. Ja, jetzt mache ich hier ein paar hässliche Tore, muss ich sagen. Ich sollte vielleicht mal was anderes machen. Ich denke mal, dieses Spiel haben wir sicher gewonnen. So, Klischee geht hier schön durch. Ja, spielen wir das Ding mal in die Mitte. So, Yaya Touré. Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu viel überlegt. Ich habe alles überlegt, was ich mal machen könnte, aber ja, war jetzt nicht so viel übrig. Vielleicht mal Longshot Ramirez. Oh, dann nimm doch wenigstens einen starken, bitte. Ja, das hätte man machen können, der Ramme. Das ist jetzt natürlich auch noch dazu. Also, ich muss ja sagen, wir haben ja schon eine Fünferkette. Aber dazu haben wir natürlich auch noch Touré und Ramirez im ZM. Also, das heißt, ja, noch übertriebener. So, jetzt mal hier Eto'o. Ich glaube, der hat noch gar keine Bude gemacht. Ah, Scheiße. Das war jetzt nicht so pralle von mir. So, Witzel. Hat Eto'o schon eine Bude gemacht? Benteke auf jeden Fall. Thiago Silva hat das letzte Tor gemacht. Ach, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ach, der Samen hat den Sweat noch reingemacht, stimmt.
Ja, weiß nicht, ob Eto'o schon einen gemacht hat. Ich glaube nicht. Ah, komm, laufen wir mal hier. Da kommt er von hinten angerauscht. Dann geht's jetzt ab mit dem Ram Ramirez. Ja, hier an Mario Fernandes gehen wir natürlich relativ einfach durch. Finesse Ramirez. Nee, den wollte er nicht durchlassen, weil er gewusst hat, dass er reingeht. So, David Luiz hier. Ziehen wir mal ein bisschen zurück. Ja, es war obvious, deswegen auch den Luiz zurückgezogen. Wow, schönes Schüsschen hier vom Herrn McGeady. Geht zwar über die Latte drüber, aber kann auch mal reingehen, so ein Ding. Und das wäre dann natürlich ein hübsches Tor gewesen. Direktabnahme hier von ihm. So, was haben wir für eine Minute? 78. Okay, bringen wir das Ding erstmal in die Mitte. Wahrscheinlich hätte ich die andere Mitte nehmen sollen. Hier steht nämlich Ramirez, aber es klappt trotzdem. Also andere Mitte meinte ich auf Touré, weil er ein bisschen größer ist als der Herr Ramirez. So, McGeady. Ja, und da ist der Ball eigentlich weg, denkst du dir? Ja, jetzt schießt er hier aus allen Lagen. Ich glaube, er will seine Schussstatistik noch ein wenig aufbessern. Das sind halt relativ ungefährliche Schüsse. Ja, das war durch die Abfälschaktion von Touré, denke ich mal, ein wenig gefährlicher. So, machen wir das Ding mal hier durch auf Benteke. Ziehen wir erst nochmal zurück hier. Denkst du dir, Mario Fernandes ist da? Ja, da habe ich eigentlich direkt bei der Ballannahme zurück und links gedrückt, damit er halt ein bisschen nach hinten geht. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Schuss. Ich denke mal, wenn er gerade dann gewesen wäre, hätte er geschossen. So, da steht ja schon wieder wer. Also jetzt ist er, glaube ich, sehr offensiv eingestellt. Das könnte gut sein. Weil jetzt drückt er hier ganz gut, muss ich sagen. Wo ist hier mal ein Spieler von mir? Da läuft jetzt Eto'o, sehr schön. Läuft da Thiago Silva gerade mit? Ich glaube schon, oder? So. Ah, scheiße. Ich wollte kurz überlegen, habe deswegen diese Chop-Scheiße da, nicht Chop, sondern, wie nennt man's? Ja, hier dieses Dribbling gemacht, um kurz überlegen zu können. Allerdings hat er mir direkt den Ball abgenommen. So, Seydou Doumbia jetzt nochmal. Ah, er steht jetzt auf Direktabnahmen. Ah, er will jetzt nicht quitten, oder? In der 90. Wenn doch, würde ich sagen, verstehe ich es nicht. Weil das hat jetzt natürlich sehr wenig Sinn, außer dass er sich einen Abbruchfaktor runterballert und ja. Oder er will mich jetzt einfach noch ein bisschen abfacken und ja, lässt jetzt alle drei Pausen durchlaufen. So, ja, Hänse gibt's auch, aber naja, wenn er das jetzt sofort gerne. Oder er will jetzt nochmal einen heftigen Spieler reinbringen, solche gibt's nämlich auch. Er anscheinend nicht. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum er hier Pause drückt. Weil ich glaube, selbst wenn er jetzt irgendwie gerade was machen muss, dann ist es, glaube ich, egal, ob er jetzt noch ein Tor fängt oder auch nicht. So, Honda nochmal. Dani Alves kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen. Auf jeden Fall war er, glaube ich, immer hinten, wenn wir ihn da brauchten. Was ich ja so ein bisschen, hatte ein wenig Bedenken wegen seinen Workrates mit High-Low für einen Außenverteidiger. Ist halt jetzt nicht so das, was man sich eigentlich wünscht. Aber wie gesagt, er war eigentlich immer hinten. Gucken wir uns jetzt nochmal kurz die Statistik an. Ich denke mal, das Spiel haben wir ganz klar gewonnen. Wir haben im Prinzip keine richtige Torchance zugelassen. Also außer diese ganzen Longshots. Deswegen jetzt bei der Statistik sollte man nicht so ganz auf seine Schüsse achten. Er hat ziemlich viele Longshots rausgehauen. Ramirez ein Ding, Thiago Silva ein Ding, Samen Nasri ein Ding und der Herr Benteke. Eto'o kein Ding, aber der hat einen Assist gemacht. Genauso wie Nasri, Benteke und Alves. Joa, Pässe. Mal gucken. Gucken wir uns jetzt erstmal die Statistik an. Die haben wir hier drüben. Ja, im Endeffekt sieht sie jetzt nicht mehr so eindeutig aus. 10 Schüsse, aber ich sag mal so, 4 Schüsse von seinen Schüssen kann man halt eigentlich nicht als Schuss zählen, weil die einfach nur auf gut Glück draufgefackelt wurden. Bei uns können wir natürlich auch einen abziehen, den da aus einer etwas weiteren Distanz, ich glaube es war Ramirez. Aber im Endeffekt, denke ich mal, sind wir hier klar als Sieger vom Platz gegangen. Passgenauigkeit 84% ist okay, geht aber besser. Und Schussgenauigkeit, das geht definitiv besser. Ja, ich würde sagen, das Ding ging klar an uns. Gegner war jetzt vielleicht auch nicht der Hammer-Gegner, aber es hat sich schon ganz gut spielen lassen. Ich glaube, wenn man sich darauf einspielt, dann könnte das ziemlich pervers sein. Also dann könnte man wirklich ja ziemlich durch die Ligen fegen. Naja, also der Test ist gelaufen. Ich würde sagen, wir ziehen noch ein Pack. Ich glaube, mein Handy hat nicht geklingelt, aber ich habe ja ab und an mal ein paar Strafpacks ausgelassen. Deswegen holen wir jetzt hier nochmal was nach. Wenn wir in den Store kommen, das ist die Voraussetzung, aber wir kommen rein.
nehmen wir hier nochmal dieses Special Pack mit Falcao drauf. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder durch für diese Episode. Komm, gib mir jetzt nochmal was richtig Schönes. Das wäre doch mal ganz hübsch. Und es ist, ja, der Herr Kießling. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erwünscht habe. Oder erhofft habe. So, Verträge nehmen wir mit, Fitness nehmen wir mit. Und das war's eigentlich schon. Sonst nur Scheiß hier drin. Ja, Kießling könnte ich mir vorstellen, dass er ganz gut sogar abgeht. Hier in dem 14er Teil. Weil er hat halt Körper, er ist groß, er kann köpfen. Aber ehrlich gesagt, nee. Habe ich keinen Bock drauf jetzt gerade. Können wir vielleicht irgendwann anders mal spielen, aber jetzt, nee. Gut, im Endeffekt wäre es das gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.